Wir sind wieder da. Jo! Mit einem stillen Gast. Genau. Ich stehe dem stillen Gast natürlich auch zu. Ich muss lachen über unsere Gute. Wieso hast du aus dem Bier? Wie ist das denn? Funktioniert nicht. Ja, du lebst einmal Nebel irgendwo in der Weltgeschichte rein oder was? Ja, wir müssen zu dem Herz. Ich stehe kurz vor der Explosion. Was? Ja. Ich stehe kurz vor der Explosion. Ja, schön, da würde ich hier ein bisschen rumstehen und ganz vorne. Ja, sieben Schuss. Danach sind wir auf uns reingestellt und das ist nie gut. Baseballschläger. Mit Baseballschläger, so eine riesen Pflanze umhauen, natürlich. Das ist ein Hammer. Toll. Versuch mal dagegen umzuhauen. Jetzt beißt du dir was an. Ich stütze mich auf. Nee, die Kessel. Der Hebel, den wir gefunden haben, muss doch zu irgendwas gut sein. Was? Ja, da kommen wir natürlich zum anderen. Ja, hier, also, doch. In diesem Raum stimmt irgendwas nicht. Stimmt irgendwas. Der Hebel, den wir gefunden haben, muss doch zu irgendwas gut sein. Das funktioniert nicht. Funktioniert nicht, ja, das hat ja auch nicht gemacht. In diesem Raum stimmt irgendwas nicht. Gefunden haben, muss doch zu irgendwas gut sein. Das ist im Raum, stimmt irgendwas nicht. Was sagt das allgemein? Ich sag doch, lass uns mal. Wir
krieg ich eine Gänsehaut. Warte. Hallo. Vielleicht sagt mir der Löwe drauf. Der Hebel, den wir gefunden haben, muss doch zu irgendwas gut sein. Das ist zwecklos. Das ist schon dabei. Oder ist ein Tier befreien draus. So krank sind wir auch, dass wir die Tiere noch befreien. Ja. Zwecklos. Das Tier sieht aus. Ist verdammt schwer. Gerüstet sein, ne? Schulleiter. Zwecklos. Hier krieg ich eine Gänsehaut. Genau. Der Aluminiumschläger hat zersplittert, aber der Holzhebel. Das ist der neue Hebel. Ja, der Stahlhebel. Ihr habt euch aber Zeit gelassen. Was machen wir jetzt? Gibt's nichts mehr für uns. Da krieg ich eine Gänsehaut. Ja. Ich krieg eine Gänsehaut. Also nur zwei Räume. Und dann wollen wir jetzt zusammen. Ja, ich hab das schon an dem Tag. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Also nein.
Hier gibt's nichts mehr für uns. Der Hebel, den wir gefunden haben, muss doch zu irgendwas gut sein.